Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die CCN3 Box von Bushido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. CCN3, ich sage mal, es ist eine klassische Bushido-Box. Also, ihr kennt diese Boxen. Flach, quadratisch und hier vorne mit Magnetverschluss. Auf der Oberseite haben wir hier, man sieht es im Licht, die drei Lines, die drei Striche und drüber CCN. Ansonsten die Box komplett in schwarz matt gehalten und auch die Rückseite bis auf die Credits komplett schwarz matt. Ja, nachdem es ja damals CCN mit Flair bzw. Frank White und Sonny Black gab, dann CCN2 mit Saad und dann wurde nochmal CCN2 gemacht mit Flair wiederum. Und jetzt, schade aber doch, lang erwartet, CCN3 Bushido alleine. Ist in meinen Augen nicht ganz korrekt, dass er das alleine macht, weil CCN in meinen Augen schon Bushido und Flair oder vielleicht auch noch Bushido und Saad sind, aber Bushido alleine CCN3 fühlt sich in meinen Augen einfach nicht richtig an. Und ja, deswegen war ich nicht allzu glücklich über dieses Release, um ehrlich zu sein. Wir schauen mal, was sich darin befindet. Wir haben hier einmal die Vinyl. Dann ein quadratischer Sticker zur Tour, ein T-Shirt, ein Poster, ein Comic, Kampf um Berlin nennt sich das, und dann haben wir hier noch das Album an sich im Super Jewel Case. Und die Boxen, wie so oft, haben wir hier überall diesen Schaumstoff. Und damit ist die Box ausgekleidet und die ist perfekt mit diesem Schaumstoff ausgefüllt und hier eben die Formen, um die einzelnen Produkte, um die einzelnen Sachen wieder darin einzufassen. Das Ganze ist festgeklebt in der Box. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. CCN3, wieder diese drei Coax Lines, Super Jewel Case, gefällt mir gut. Dann haben wir hier 18 Tracks aufgelistet und wir haben kein einziges Feature, nicht ein einziges. Ich muss ehrlich sagen, meine Favoriten sind Nummer 4, kommt Zeit, kommt Rat, wenn der Beat nicht mehr läuft und wo haben wir es? Finishing Move. Also die drei sind meine Favoriten. Und speziell bei Kommt Zeit, kommt Rat, also hier, und bei Wenn der Beat nicht mehr läuft, gerade bei Wenn der Beat nicht mehr läuft, finde ich den Beat extrem gut, auch wenn er nicht mehr läuft. Finishing Move vom Beat her Durchschnitt, aber wie gesagt, die zwei, also Nummer 4 und Nummer 9 vom Beat echt, echt gut. Und CD2 beinhaltet die Instrumentals. Dann schauen wir mal in das Booklet. Hier haben wir nochmal einen Einleger zur CCN3 Tour bzw. Merch. So, dann haben wir merkwürdige Aufnahmen und hier die einzelnen Tracks. Nicht allzu viel Info, da das ja alles Bushido Solo Tracks sind. Alles in sehr triester, düsterer, schwarz-weiß Optik gehalten. Dann hier noch die Infos, also die Credits. Und wir sehen auch hier, dass auch die Beats, deswegen auch relativ wenig Information zu den Tracks, sowohl textlich als auch die Beats und die Produktion von Bushido stammen. Lediglich die Scratches von Ganji. Ja,
ein sehr schlichtes Booklet und dieser Einleger zum King Bushido Shop bzw. zur CCN 3 Tour. Das Ganze geben wir wieder zurück in die Hülle. Dann haben wir die Album-CD. Sieht folgendermaßen aus. Und dann die Instrumental-CD. Und diese, das gefällt mir nämlich richtig gut, in einer schwarzen Optik. Also nicht so klassisch CD-Silber, nein, glatt, schwarz, glänzend. Ich finde das immer schön, wenn diese CDs oder auch Vinyls eine andere Farbe haben als standardmäßig. Ist etwas Besonderes. Dann haben wir das Poster. Ist ein Doppelposter, allerdings ein sehr kleines im Hochformat. Auf der einen Seite haben wir diesen Comic-Cover Bushido Kampf um Berlin Teil 1 und auf der anderen Seite CCN 3, das Cover im Hochformat. Dann haben wir hier den Comic Kampf um Berlin Teil 1 und was steht hier noch? A Dope Kid Comics Bushido Saga Nummer 2. Also ich glaube bei Sonny Black, im Sonny Black Album gab es ja auch schon einen Comic, deswegen Nummer 2. Ich werde den ganzen Comic jetzt natürlich nicht durchblättern, nur mal hier grob ein paar Seiten. So sieht das Ganze aus. An alle, die sich die Box geholt haben, ist das natürlich in ihrem Besitz. Und dann haben wir diesen Sticker, quadratisch. Ja, finde ich natürlich schade, dass es kein, unter Anführungszeichen, richtiger Sticker ist, sondern lediglich ein Tour-Sticker. Meinen Augen ein bisschen zu wenig. Hätte man vielleicht noch richtige Sticker reinpacken können. Aber ja, besser als gar nichts. Also hier noch die Tour-Dates. Dann haben wir die Vinyl. Und hier haben wir einmal fünf Tracks und auf der B-Seite vier Tracks. Jeder weiß, wie sowas aussieht. Glatt oder glänzend in Schwarz. Das geben wir wieder zurück. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite Vinyl mit den restlichen Tracks. Nämlich hier die C-Seite mit 5 Tracks und die D-Seite mit nochmal 4 Tracks. Natürlich haben wir auch auf der Rückseite eine Tracklist, sprich wir können hier sehen, auf welcher Seite, auf welcher Vinyl sich welche Tracks befinden. Alles klar. Und als letzten Bestandteil haben wir dann noch das T-Shirt. So sieht das Ganze aus. CCN 3, die bekannten weißen Lines. Rückseite haben wir einen Neckprint, gefällt mir sehr gut. Ich stehe immer auf so Detailarbeit, Ärmel oder Neckprints. Die Ärmel sind blank schwarz, aber der Neckprint ist vorhanden. Und wir haben hier etwas aus dem Merchandise kingbushidoshop.de in Größe L, 100% Baumwolle. Schauen wir uns gleich mal an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust CCN und dann hier die weißen Linien bis runter zum Bauch. Gerade vielleicht mit der schwarz-weißen Cap in guter Kombination. Sieht echt gut aus.
Also kann man als T-Shirt auf jeden Fall tragen und gefällt mir vom Design her richtig gut, auch wenn es mit Schwarz-Weiß relativ schlicht gehalten ist. Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L, dieser quadratische Toursticker, der Comic Kampf um Berlin Teil 1, Super Jewel Case des Albums und der Instrumentals, die Doppelvinyl mit allen Tracks und dieses doppelseitige Poster im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Box. CCN3 von Bushido. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.